sound to whales is everything. It's their hands. These are animals with the biggest brain on Earth and the most powerful sonic apparatus. They spend a lot of their time deep down. They're diving for an hour at a time in darkness. Just like a submarine is echolocating, they're kind of... They ping a signal out and then they wait for that signal to bounce off something and come back as the signal. And from that information, they could get an idea of what's there. They constantly click. And that click sometimes can be really loud and you can feel it in your body. It's like going to a DJ and feeling that bass. Once I had an experience with a sperm whale, it clicked, my ears almost like bounced back. It's really an amazing feeling, you know. You don't develop a huge, complicated brain if you're not using it. Whales have little channels of communicating where they could talk to each other hundreds of kilometers away using sound. Sperm whales make clicks in sort of rhythmic patterns that we call codas. Any family might have 20 to 25 different coda patterns that they use when they're having conversations with each other. And some of them are unique to different places in the world. In the Eastern Caribbean, they make a lot of what we call a 1+1+3. That sounds kind of like this. And that's only ever been recorded in the Caribbean, and it's been identical for the last 35 years. These are really different ways of life that are being labeled by these coda patterns. In the same way that human language is kind of a shorthand for where you come from. You can make a lot of missteps when traveling simply by speaking incorrectly or introducing yourself differently. Do you hug? Do you shake hands? Do you bow? And a growing concern has to do with the noise that we're putting into the ocean. Everything we do impacts everything they're doing. The sound is causing high levels of stress in animals like this. No one wants to live at a rock concert. You can imagine trying to have your home inside an arena while some metal band is playing. And that's increasingly what the ocean feels like. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Beyond Blue. Schließen Sie die Unterhaltungen ab. Ah, okay. Gut, dann müssen wir da erstmal hingehen. Was ein bisschen länger dauert, weil wir können hier nicht laufen. It's Irina. Since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Mirai, remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Still no mapping drone, by the way. Okay. Hey, it's me. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% there with school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway, see you. Okay, also unserer Oma geht es wohl immer schlechter und sie wurde auch nicht zur Studie angenommen. Das ist natürlich für unseren Avatar kein schönes Gefühl. Wir haben aber gerade gesehen, dass wir wieder was freigeschaltet haben. Da gucken wir noch mal kurz nach. Brine pools are amazing habitat. It's a lake on the bottom of the ocean. And it's this surreal seascape. Chemically, each one of them is unique. These brines undoubtedly contain bacteria, archaea, and viruses that are unknown to science. We know that they're incredibly rich in undescribed life forms. They have the perfect cocktail, the perfect recipe for life. These sites aren't just salty, they can be violent, characterized by eruptions and incredibly unstable conditions.
So to live in them, you have to not only be hardy, but you have to be able to endure constantly changing conditions, because not one day is the same. The organisms that live there, they undergo a constant biological warfare with each other to dominate the environment, to survive in the system. The biochemicals that they produce to do that biological warfare are applicable to curing diseases like cancer, Alzheimer's. They produce antibiotics and antivirals that could also be used to improve human health. And we drop targets as we go, so we know exactly where we sample. Exploring these habitats is absolutely necessary because the metabolic potential there has the capacity to change the way we think about medicine, to change the way we think about antibiotics, based on our knowledge that we gain from studying these incredible environments in the deep sea. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, was man so rausbekommt, was das alles, ja, unser ganzes Leben dann doch wieder mit der See zu tun hat, wo wir alle herkommen. Das letzte Video werden wir uns jetzt aktuell noch nicht anschauen. We're in the vent region without a map because of the lost drone. Diving blind, but I know these vents are important to Arena. We tracked a tag from our whale family here. I'm hoping it just fell off, as this would be an unusual place for a whale to be. Andre has the dive suit in safe mode, so I'll have restricted range. Head south to find the clearing for the sub pickup. Check. Ready to dive. I'm in and okay. Remember, no buoys and no waypoints. I put a simple version of the mapping system on your Manta drone. Now, we won't get your feed live, so we'll hear you, but won't see what you see. I really wish we hadn't lost that mapping drone. Relax. You know I've got this. Of course. But we'll keep unnecessary chatter to a minimum to help you focus. Roger that. No chit-chat. Singing's okay, though, right? Was seid ihr denn für kleiner Racker? Großer Laternenfisch stand da jetzt gerade, oder was? Achso, den habe ich, glaube ich, eingescannt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass wir das letzte Video jetzt noch nicht angucken, weil ich denke, dass es... Das sind aber andere hier, ne? Arena, komm, scan mal. The difference again between a dormant vent nee, das sind auch wieder große Laternenfisch. Live vents would have 400 degree water streaming out, so that's one way. Check. Wide berth on the live hydrothermal vents. Sorry. I thought my mic was muted. This is a dormant field. No live vents. Okay, dass wir dieses Video jetzt noch nicht gucken werden, weil ich natürlich inaktiv, aber hat er angenommen, okay. Weil ich natürlich jetzt nicht so viel in ein Video packen möchte. Das heißt, das Video, was wir jetzt freigeschaltet haben, werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Ah, da ist der dritte. Nee, das ist ein Schlafhai. Keine schlafende Schlote, das ist ein Unterschied. Ich habe zwar keine Ahnung, was für einer, aber... Diese Schlote, denke ich mal, das sind wahrscheinlich diese Dinger, die, ja, wie die Vulkane so ausgebrochen sind eben. Weil er auch steht inaktiv, schlaffrei. Wieso habe ich denn jetzt hier kein Ziel? Ich soll ja noch einen... Soll ich ja jetzt noch einscannen? Da unten ist noch was. Ne, das sind die Laternenfische. Das sind doch alles die gleichen hier wieder. Moment, das ist das, was neu ist, aber nicht das, was wir suchen. Fünf von zwölf. Ich glaube, wenn ich zwölf eingescannt habe, dann... zeigt der mir wieder irgendetwas an vom Charakter oder so von diesen Tieren. Ah, hier ist noch eine. Sehr schön. Und nu? Ja. Und jetzt sind wir hier in den tiefen Weiten des Ozeans gefangen und wissen nicht, was wir noch für eine Aufgabe haben. Nein, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen seltsam, dass wir jetzt keine neue Aufgabe bekommen. Moment, ein Ausrufezeichen. Wir haben ein Ausrufezeichen, aber wir wissen nicht, woher es kommt.
Jetzt ist es weg. Hä? Ich mach mal einen Scanner an. Ach, oder heißt das nur, hier ist etwas, was ich noch nicht eingescannt habe? Ah, okay. Schauen wir uns mal eben die Aufzeichnung an, aber da steht jetzt so nichts drin. Ja, wir müssen ja noch ein paar davon einscannen, ne? Wir brauchen noch 6 Stück dafür. Kann im U-Boot angesehen werden. Ja, das ist auch alles schön und gut, aber ich möchte gerne wissen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Habe ich jetzt hier irgendwie... Weil normalerweise haben wir ja ein Ziel. Die haben wir ja schon alle eingescannt. Ja gut, da würden wir jetzt... Wenn wir noch eins davon einscannen würden, würden wir da jetzt noch was über das Verhalten rausfinden. Geht mir mal aus dem Weg hier. Ist wieder ein Schlafhai. Warum heißen die eigentlich Schlafhai? Oder sind das nur Haie, die gerade am Schlafen sind? Weil das sieht doch eigentlich aus wie ein normaler Hai. Was ist das denn? Ah, die Drohne. Neither of you are gonna believe this. I think I found the mapping drone. Really? No way. Can you scan it to make sure? Scannen, okay. Scannen würde ich gerne, aber sie möchte gerade nicht. Oh. Komm. Scan, los. Scan confirms. I thought you programmed it to track the noise from the miners. I did. I definitely did. Maybe you never committed the change. You were pretty exhausted that night. Maybe. Ja, und nu? Sollen wir die jetzt mitnehmen oder so? Sollen wir jetzt irgendwas machen mit der Drohne? Du bist ein neuer Schlafender, hey? Oder kann ich da... Ich kann aber nicht näher rangehen und F jetzt machen, oder? Nee, kann ich nicht. Ja, schön, so überhaupt nicht zu wissen, was man machen soll. Ich meine, ich finde es ganz nett, hier einfach mal so ein bisschen rumzuschwimmen. Aber es wäre mir natürlich lieber, wenn ich auch wirklich... Ja, Ziel hätte. Wir sind aber von da gekommen. Also würde ich mal sagen, dass wir in die Richtung vielleicht weiter schwimmen oder so. Kann man die einscannen? Die hat man schon, ne? Ich mache den Scanner mal generell an. Da hinten ist noch irgendwas. Tja, das tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen sinnlos in der Gegend rumschwimme. Ich meine, es ist schön, gerade wenn man jetzt so schwimmen kann, sieht halt sehr schön aus und man entdeckt hier, naja, so einiges ist jetzt übertrieben, man entdeckt jetzt nicht so viel, aber man entdeckt auch schon was dabei. Nur, wir wissen halt nicht, was wir jetzt tun müssen. Und es wird hier momentan auch nichts angezeigt, dass wir irgendwo hin müssen oder so. Das finde ich schon ein bisschen doof. Normalerweise haben wir immer eine klare Quest gehabt. Die haben wir auch schon eingescannt. Der hat auch nur gesagt, ja, es kann sein, dass er da eventuell müde war. Wieso gehe ich hier nicht... Warum kann ich hier nicht höher schwimmen? Hä? Kann nicht höher schwimmen. Okay. Das ist seltsam. Also es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt in diesem Spiel hänge und keine Ahnung habe, was ich jetzt eigentlich machen soll. Was zugegebenermaßen bei mir jetzt auch so ein bisschen Ratlosigkeit und, naja, Langeweile ist vielleicht übertrieben, aber... Ich weiß halt jetzt nicht, was ich machen soll. Also ich habe kein Ziel, wo ich hinschwimmen soll. Hier darf ich offensichtlich auch nicht hoch. Das ist natürlich auch nochmal blöd gemacht. Die Drohne konnte ich jetzt auch nicht irgendwie neu programmieren oder reparieren oder irgendwas. Ich konnte die nur einscannen. Jetzt sind wir wieder bei der Drohne.
Kann ich denn mit dir kann ich denn irgendwas machen, indem ich das Licht verändere oder so? Oh, das sieht ja cool aus. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nee, aber wir haben auch kein Ziel und nichts und... Ich meine, hier ist die Drohne abgestürzt. Das heißt, hier müsste ja theoretisch irgendwas sein. Hier darf ich jetzt mal hoch, aber ich darf nicht höher, so wie es aussieht. Nee, also höher darf ich nicht mehr schwimmen. Keine Ahnung, warum. Ja, dann würde ich jetzt mal spontan sagen, dass ich jetzt hier nochmal wie eine Bekloppte einfach weiter durchschwimme und euch dann gleich wieder hinzuschneide, wenn hier doch nochmal irgendwas Interessantes passieren sollte. Ist gerade was aktiv? Okay, this dive just keeps getting stranger. How hot did you say that water typically is in a live vent? Is that a joke? No joke. Well, we're down one drone, but discovered an unmapped vent system. Mirai, this is great. I truly believe that these systems are the key to understanding the origins of life. Thank you so much for doing the dive under these conditions. Actually, that might be the answer. What? To why the drone died. We were talking about the origins of life. My mind won't stop if it can't fit all the pieces together. The mapping drone may have cruised too close to the vent. It's got more delicate equipment on its underside that are not rated for anything close to that temperature. You sound almost pleased. Well, it's better to know the flaws so you can fix them. Also, ich verstehe es nicht. Warum das jetzt plötzlich funktioniert, dass ich jetzt was Neues einscannen kann. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Muschel oder sowas, okay. Ja, aber trotzdem ist es jetzt auch wieder etwas seltsam, weil jetzt kommt nämlich wieder nichts Neues. Obwohl ich ja vorhin hier schon alles eingescannt hatte und den ganzen Weg schon abgeschwommen bin und so. Was ist das? Warum flackert das hier so? Okay. Ich lasse das mal so stehen. Geh nochmal zur Drohne. Vielleicht bist du ja mein Glücksbringer, dass jetzt nochmal was Neues passiert, wenn ich hier bin. Vielleicht auch nicht. Ja, ich würde sagen, dass ich den Rest jetzt einfach nur noch so zusammenschneide. Wenn irgendetwas passiert, dann ja, hole ich euch wieder hinzu. Giving me the silent treatment, but I think I just discovered a new species of octopus. Not sure I can confirm that with just one scan. Sorry, didn't copy that. Okay. Und was jetzt?
Bildchen. Was passiert denn, wenn ich jetzt zu dir reinschwimme? Is that an opening there? How long do I have in this suit if I get stuck? Right, no chatter. Andre, is it possible that this is one of our tags? That's my tag sound. Danke, lieber Oktopus, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ich denke mal, näher sollte ich dir nicht kommen, weil hinten geht's nicht durch, oder? Schon so aus, als ob es da weitergeht. Es ist irgendwie seltsam. Also man ist ja wirklich von Folge zu Folge immer wieder zum nächsten Ort gekommen, weil man genau wusste, was man machen musste oder wo man hin musste. Aber diese Folge ist jetzt sowas von strange. Irina, did you expect volcanic activity here? Describe. Red, glowing, need more? Mirai, I would give that a very wide berth, like maybe from your sub. Okay. Lava. Ja, so richtig ausweichen kann ich nicht, ne? Eins von eins gescannt, okay. Schauen wir mal weiter. Wie gesagt, ich vermisse hier immer noch diesen geradlinigen... Oh, was ist das? Was zur Hölle? Are you kidding me? Describe, please. I can't. I don't want to. Mirai, you're making me uneasy. Seriously, we'll look at it together when I'm done with the dive. Bohrwerkzeug, okay. Eieiei. Sedimentrohr. Wie wollte das dahinter? Ach so, das ist nur ein Schwarm, okay. Was ist hiermit? Kann man das auch einscannen? Okay, also ich schätze, da ist irgendwie so eine Art Unterwasserstation kaputtgebrochen wegen den äußeren Umständen, oder... Schauen wir uns das mal eine Weile an. Das sieht ja richtig heftig aus. Ich kann ihn noch scannen. Komm mal her. Mein Geburtsdatum. So, ich schätze aber, dass wir hier irgendwie auf heißer Spur sind von irgendwas. Fluke, Zoom, Scan, biologische Probe nehmen. Wovon? Hä? Oh je, was ist das denn? Oh, nein. Oh no! What happened to you? Were you sick? Oh. Are you okay?
Just getting a few last scans. Boah, kann man da mal... Hallo? Diese... Achso, ich muss gar keinen Scan mehr machen. Ich muss nur noch eine Probe nehmen, okay? Boah, aber dass so viele von diesen Viechern jetzt hier drauf... Boah, 37. Wenn ich 37 davon einscanne, dann bekomme ich das. Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, wir haben hier genug zum Einscannen. Ob es jetzt 37 sind, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt irgendwie wissen will, wie die reagieren. Obwohl, wenn man so näher rangeht, muss ich sagen, die sehen weniger wie Spinnen aus, sondern mehr wie Krabben oder so. Ach, die Aale sind jetzt hier auch noch... Oh. Euer Ernst jetzt? Was muss ich denn hier doch alles als Gen, Leute? Moment, Probe. Nimmt sie jetzt so die Probe? Okay. Oh. Kannst du mal aufhören, mich hier so wegzuschieben? Can you send the sub? Hey! Die Wissenschaft war immer schon ein Schritt hinter der Industrialisierung des Ozeans. Ich hätte gern, dass zur Abwechslung einmal die Wissenschaft vor der Industrialisierung arbeitet und dass die Wissenschaft der Industrialisierung Grenzen aufzeigt.